Hallo Michael. Hallo Sarah. Herzlich willkommen zu einer neuen Grundrissshow. Du hast uns heute ein Objekt mitgebracht, welches schon gebaut wurde. Und wir schauen uns einfach mal zuerst am besten das gebaute Haus an und dann im Vergleich die Planung. Genau. Also ich finde es eigentlich eine schöne Idee, dass man jetzt tatsächlich mal von den abstrakten Plänen die Brücke mal schlägt über ein tatsächlich realisiertes Objekt. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Es ist ein schön großes Haus. Man sieht auch letztendlich im Realbeispiel, dass wenn man da konsequent an der Umsetzung arbeitet und sich nicht verführen lässt, einfach vom Weg abzuweichen, dass man dann tatsächlich dieses Ergebnis wirklich übertragen kann vom Plan auf die Realität und dass es auch tatsächlich stimmt. Das schauen wir uns gleich mal an. Finde ich ganz interessant. A Better Place. Wir beginnen jetzt mal nicht mit der Planung, sondern schon mit dem gebauten Zustand. Genau. Also fangen von hinten an, sozusagen. Wir fangen mal an, genau. Das ist auch mal vielleicht ganz interessant, einfach mal zu sehen, dass wenn ein Gebäude realisiert wird, also wie sehr man auch dem Plan folgen kann. Das ist hier halt wirklich spannend. Die Bauern waren echt super vorbereitet, haben viel schon vorgearbeitet, waren extrem interessiert, sind sie immer noch, also jetzt befindet sich so im Endausbau des Gebäudes, sind extrem interessiert, freuen sich über die Details, sind voll dabei. Also das ist wirklich ein ganz spannendes Haus. Es ist ganz klassisch, natürlich. Es ist ganz klar aufgegliedert. War eine schöne Kooperation auch, ne? Also ursprünglich, es gab einen Entwurf, den die Bauern ausgearbeitet haben. Der konnte so nicht gebaut werden, weil er einfach auch den Rahmen gesprengt hat. Aber die Grundideen, die Grundzüge, die wurden zwar letztendlich im Format des Gebäudes verworfen, aber nicht in der Idee. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also da sieht man auch mal, dass man letztendlich mit einem anderen Körper, einem anderen Baukörper, der weniger aufwendig ist, trotzdem aber Spannung erzeugen kann, trotzdem das ganze Raumprogramm abbilden kann und trotzdem eigentlich diese Wünsche alle mitnehmen kann. Also und es trotzdem kostentechnisch noch realisiert werden kann. Und es kann kostentechnisch realisiert werden. Und das ist wirklich schön hier, auch wie gesagt, wie es sich entwickelt hat. Und einfach schön, um ein Realbeispiel zu sehen, dass man dann auf den Plan überträgt. Ne? Ja. Also wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt haben wir das reale Beispiel gesehen und so sieht das innen aus. Das ist eigentlich schon gut, das mal mitzukriegen. Ne? Finde ich auch spannend, das immer zu sehen. Also das Endprodukt dann im Vergleich zur Planung. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das schauen wir uns dann gleich mal an. Ja, genau. So, dann sieht man hier so den Eingangsbereich. Also vielleicht ganz spannend mal zu sehen, fangen wir mal mit der Garage an. Ne? Die Garagensituation, dass das halt tatsächlich auch Eingangsüberdachung gleichzeitig ist. Ein bisschen Einfahrtsbereich, ist eine Walmdachgarage auch. Und das Walmdach erstreckt sich dann halt auch noch über den Eingang. Die Garage ist zurückgezogen und so gibt es halt einen wirklich schöner Zugang. Ne? Und das ist also schon mal eine feine Lösung für so ein Gebäude. So, da wird die Garage gerade noch gebaut. Die wird in Eigenleistung gemacht. Jetzt gehen wir mal zur Haustür rein. Also die ist wirklich schön groß. Eine Riesengarage, die jetzt noch ausgebaut wird. Und da ist auch die Eingangsüberdachung. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Dann gibt es die Treppe. Da könnte man theoretisch rechts abbiegen und in den Keller runtergehen. Da könnte man die Trennung natürlich auch woanders bringen, dass man die Diele ein bisschen gemeinsam nutzt. Ja. Ne? Es gibt einen Dielenbereich mit einer Garderobe in diesem offenen Treppenbereich. Genau. Ja. Es gibt ein Bad. Es hat sich noch so ein bisschen verändert mit dem Bad unten und mit dem Abstellraum. Und dann gibt es einen Abstellraum, durch den man, also durch die Küche, indem man gelangt durch die Küche. Der ist jetzt von der anderen Seite aus zugänglich. Aber von der Diele aus oder genau. Von hier? Okay. Aber das sind ja auch Feinheiten jetzt. Ne? So ist vom Grundsatz her hat sich eigentlich nichts geändert. Die Küche ist auch tatsächlich so über die Ecke eingebaut mit dem großen Block in der Mitte. Ein sehr zentraler Teil des Hauses, sehr groß. Sehr großzügig, auch. Großzügige, feine Küche, gell? Und dann halt ein Essplatz, der sich zur Terrasse hin orientiert, die Küche natürlich auch und dann halt noch einen Wohnplatz, der auch die Aussicht mitnimmt. Zur Straße hin, da gibt es kein Fenster im Wohnbereich und es tut auch nicht weh, da gibt es jetzt eine richtig schöne Einbauwand, also so eine... Ja, dann... Da sind Sachen drin verstaut, das ist tatsächlich so ein Alkoven, der halt vieles aufnimmt, ne? Das finde ich ganz cool gelöst eigentlich, ne? Jetzt kommen wir mal ins Wohnzimmer rein. Die ist geteilt mit so einer industrieähnlichen verglasten Tür. Hier gibt es
eine Nische für den Fernseher, es gibt da hinten noch einen Sessel, es gibt ein Sofa, es gibt einen wunderschönen Blick nach draußen. Da kann man auf eine Burg schauen. Dann gibt es hier einen Essplatz mit einer sehr extravaganten Lampe. Hier geht es weiter, da gibt es noch einen kleinen Anrichtebereich. Hier geht es jetzt in die Küche. Die Küche ist wirklich wunderschön, ist als in L-Form gebaut. Hat hier vorne einen wirklich großen Tresen, also echt ausreichend Platz zum Arbeiten, Zugang zur Terrasse. Hier haben wir aber nochmal einen Zugang zur Terrasse. Schauen wir mal von hinten uns nochmal das Ganze an. Hier haben wir nochmal einen Zugang zur Terrasse und einen zurückgezogenen Bereich. Ne? Also ein Bereich, dass man hier halt tatsächlich den kompletten Essplatz unterm Dach hat. Das ist auch wirklich schön gelöst, super schöne Außenanlage. Hier das Gelände ist noch nicht fertig, das wird noch gerichtet. Aber hier hat man halt eine wirklich wahnsinnig schöne Terrasse. Da sieht man halt, dass dieser überdachte Bereich sehr großzügig ist und sehr fein ist. Gehen wir mal wieder rein zur Schiebetür. Hier nochmal Blick in die Küche, nochmal Blick in das gesamte Wohnzimmer. Hier auch nochmal eine große Verglasung, wo man den Bereich sieht. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Das ist eine Podesttreppe mit zwei Podesten. Hier ein zentrales Element, Podesttreppe mit zwei Podesten, die dann, wenn wir jetzt in den Obergeschossgrundriss gehen, da wird dann auch klar, was da passiert. Also man geht hoch und hat dann diese zwei Fenster in dem Treppenhaus. Das ist halt schön. Man geht schon im Licht hoch und kommt im Licht an, ja. Kriegt dann oben den Ausblick, hat dann auch in den Zimmern, also in dem einen Zimmer nochmal dieses Fenster, im zweiten Zimmer nicht. Da beschränkt sich es auf das Fenster nach Südosten, also wieder mit dem Blick auf die Burg. In das nächste Kinderzimmer, also hier hinten haben wir auch nochmal ein Fenster, einfach um dann nochmal Licht einzufangen. Das ist das zweite Kinderzimmer, da sieht man jetzt wieder die Schräge, die oben durchläuft und Studioausbau halt darstellt. Und hier ebenso wieder ein großes Fenster mit einem schönen Blick nach draußen. Dann gibt es hier ein Schlafzimmer mit Ankleide. Da kommen wir jetzt hier rein. Da ist ganz klar die Ankleide hier eingebracht, also auch wieder bis zur Decke frei. Und dann geht es hier weiter ins Schlafzimmer. Und das Schöne ist, da kann man tatsächlich in dieser Position einfach morgens darüber schauen. Und dann geht es zum Bad. Und das Bad, das ist natürlich... Bäder sind ja immer heikel, ne? Also wenn man dann sowas vorschlägt, dann weiß man ja nicht, kommt es an oder erleidet man total Schiffbruch. Ne? Ich persönlich mag ja solche Bäder, die so einfach andere Einteilungen haben. Ja. Ne? Also nicht so einfach nur der quadratische Raum, da kommt die Teewand rein, sondern da sieht man, da gibt es halt ganz klare Zonen. Es gibt die Duschzone, da gibt es WC, das ist auch tatsächlich so gemacht oder so realisiert. Und dann gibt es halt die Waschtische und dann gibt es eine freistehende Bade. Ich finde vor allem auch immer längliche Bäder eigentlich ganz schön. Ja, total. Gefällt mir total gut. Wie kommst du da jetzt drauf? Also ich finde es super. Ich finde auch hier, weil es erinnert mich hier ein bisschen dran, weil hier der Teil ist ja auch sehr länglich. Ja. Weil man hat nicht diesen Platz, den man verspielt in der Mitte des Raumes. Genau. Genau. Deswegen. Und es ist auch nicht so, dass wenn man sich einmal im Kreis dreht, dass man alle Badartikel aufzählen kann. Ne? Sondern man muss sie so ein bisschen suchen. Das finde ich ganz, ganz spannend eigentlich. Und ich finde schon also Bäder, Badezimmer zu zonieren, finde ich schon wichtig, kann man schon machen. Das kann man ja im Kleinen wie im Großen machen. Aber wenn man jetzt einen quadratischen Raum versucht, halt in drei kleine quadratische oder rechteckige Räume dann zu unterteilen. Dann werden die Räume ja noch dann kleiner. Dann wird es echt langteilig. Ne? Das finde ich auch. Also das ist so wirklich sauber und schön gelöst. Und auch hier muss ja nicht Raum hoch sein. Das die kann ist ja gar wirklich nicht da. Auch nur... Die ist sogar gar nicht da. Die ist sogar weg. Weil wenn die Tür aufgeht, dann ist da die Tür. Dann ist man sowieso geschützt. Also da ist gar nichts. Aber die Dusche hinten, die ist halt wirklich und ist auch groß. Ne? Schön große Dusche. Das ist ein sehr eigenwilliges Bad. Das hat nämlich hier auf der Seite hat es die Waschbecken und hier die Badewanne, die hier vorne in der Ecke steht, mit sehr schönen kupferfarbenen PVD-beschichteten Armaturen. Großes Fenster. Also hier nochmal Badezimmerbereich. Und da geht man dann, wenn man die Tür jetzt mal schließt, die verbirgt auch so ein bisschen die Toilette. Dann hat man hier die Toilette
Und dann gibt es nochmal ein Fenster zum Lüften auch und Querlüften. Und da kommt man dann in die wirklich sehr schöne Dusche, fugenlos und großzügig. Kann man wunderbar durchgehen. So, also ein Haus mit 10 Meter mal 13 Meter im Groben, aber auch mit einer Wohnfläche von halt oder Wohnnutzfläche von was um die 275 Quadratmeter. Ja, aber ist. Mit also, Keller. Also, mit Keller, ja. Ja. Muss man aber jetzt hier auch ausgebaut, sagen. Ne? Also ja, das muss man sagen. Mhm. Das ist ein wirklich schön großes Haus, sehr präsentes Haus. Mhm. Und hier ist ja auch der Keller auch sehr wichtig. Also man könnte es jetzt nicht getrennt betrachten, Haus und Keller. Wir müssen ja dann auch den Technikraum irgendwo anders mit unterbringen. Du meinst ein Haus auf Bodenplatte? Ja, genau. Das wäre, glaube ich, jetzt hier. Nee. Also es wäre natürlich dann, wäre machbar mit den Außenmaßen, aber es wäre ein anderes Haus auf jeden Fall. Genau. Also im Untergeschoss, da sollte halt einfach die Möglichkeit auch wieder zweier Zimmer bestehen zum Arbeiten, mal vielleicht jemanden aufnehmen, vielleicht später mal abtrennen, vielleicht einfach mal wirklich einfach eine kleine Wohnung draus machen. Mhm. Es gibt dann noch zusätzlichen Hauswirtschaftsraum und einen kleinen Kellerraum. Und es gibt einen Technikraum, der so fast unter die Treppe, der sogar unter die Treppe noch ein bisschen eingreift, ne? Also der tatsächlich das alles mitnimmt. Ist der Platz auch wirklich noch genutzt? Der Platz ist genutzt, genau. Ja. Also da ist dann alles ausgeschöpft, ne? Und dann haben wir hier auch zwei vollwertige Zimmer wieder. Zwei vollwertige Zimmer. Mhm. Auch mit einem Ausbau drin, also mit einer Fußbodenheizung und so, so verbindet sich das eigentlich sehr, sehr schön. Das Haus und soll sich auch zusätzlich mit Bad. Genau, das Haus soll sich auch von oben bis unten und von unten bis oben einfach nach Haus anfühlen und nicht nach jetzt betreten wir Kellerzone, sondern es muss so eins werden. Ne? Auch schön, ja. Genau. Ja. Gehst du nochmal kurz zurück ins Erdgeschoss. Meistens ist es halt so, also die Terrassenüberdachung, das steht jetzt eher so wirklich im Süden, da wird es auch warm, gell? Also es ist wirklich in der süddeutschen Südwestecke und nee, eigentlich, nee, eher fast am Bodensee. So, und da ist es schon, da wird es auch knackig warm. Mhm. Und da sind halt diese großen, großzügig überdachten Terrassen, sind halt da echt wahnsinnig wertvoll. Mhm. Ne? Also da wundert man sich manchmal über so tiefe Einschnitte. Aber das kann halt wirklich der absolute Lieblingsplatz werden. Ne? Und es kommt auch nicht super zu viel Sonnenlicht dann im Sommer in die Wohnräume rein. Also hat man es wirklich auch nochmal kühler vielleicht in den Wohnräumen. Genau, ja. Und man hat halt wirklich auch einen echten Schattenplatz, also einen bewertbaren Schattenplatz. Man könnte natürlich auch diese Überdachung opfern oder einfach sehr weit vorziehen, dass man hinten noch ein Technikräumchen reinquetscht. Mhm. Ja. Das würde funktionieren, dann hätte man ein Haus auf Bodenplatte. Aber die Lässigkeit geht halt dann schon voll. Ja, an, klar. Ne? Also ich glaube, das, was die Bauherren wirklich wollten, so dieses tatsächlich, diesen leicht traditionellen Touch auch mit den Sprossen, die ja wirklich auch realisiert sind. Und trotzdem dieses Lässige so ein bisschen, das haben wir, glaube ich, getroffen. Und wenn es dann zu kleinteilig wird, dann verschwindet es so ein bisschen, leider. Ne? Ja. Aber man könnte theoretisch auch einen Technikraum noch reinbringen. Ne? Man muss halt dann alles ein bisschen komprimieren. Genau, so ist es. Ja. Dann vielen Dank, Michael. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns bei der nächsten Planung.